Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Beraterin und das Krankenhaus hat für mich und einen Kollegen einen Intensivkurs organisiert. Es handelte sich hauptsächlich um einen Intensivkurs für Psychologen und Berater. In diesem Kurs bestand eine der Komponenten darin, dass jeder Teilnehmer die Hypnose persönlich erleben musste. Mein erster Kurs lief sehr gut und ich konnte mich gut entspannen. Mein Kollege und ich aßen zu Abend und machten uns bereit für die Rückfahrt zum Hotel. Nicht lange nach meiner Rückkehr ins Hotel spürte ich ein enges Gefühl in der Brust. Dieses Gefühl kam und ging sehr schnell. Ich hatte schon oft ähnliche Schmerzen gehabt, also habe ich dem nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Am nächsten Morgen fühlte ich mich immer noch ein wenig unwohl, nahm aber trotzdem an der Sitzung teil. Zu Beginn meiner Sitzung, als ich mich in der anfänglichen Entspannungsphase befand, wurden die Schmerzen in meiner Brust schlimmer und ich hatte das Gefühl, als würde etwas auf meine Brust drücken. Dieser Schmerz war unerträglich. Ich sagte es dem Lehrer im Raum, und meine Schmerzen nahmen rapide zu. Ich war sicher, dass ich an einem Herzinfarkt sterben würde, und in diesem Moment hörte ich ein lautes Geräusch, wie ein Donnerschlag. Plötzlich war ich nicht mehr in meinem Körper. Der Schmerz verschwand augenblicklich, und ich fand mich von meinem Fleisch entfernt, auf seiner linken Oberseite. Es ging alles sehr schnell. Ich weiß nicht mehr, ob ich durch einen Tunnel gefahren bin oder nicht. Ich befand mich in einer sanften Stille mit einem hellen Licht. Ich kann die Szene nicht detailliert beschreiben, weil ich nicht die richtigen Worte finde. Nach jeder Beschreibung sage ich in Gedanken, nein, nicht genau. Dieses Licht war voll von Liebe und Akzeptanz. Ich hatte das Bedürfnis, mich aufzugeben und ins Licht zu gehen. Ich wollte mit diesem Licht eins werden. Ich wollte für immer an diesem Ort der Wärme bleiben. Vor dieser Erfahrung hatte ich eine sehr schmerzhafte Scheidung hinter mir. Ich habe alles versucht, was ich konnte, um meine Ehe zu retten, aber ich bin gescheitert. Viele Nächte habe ich geweint und zu Gott gebetet, dass er mir sagt, wie ich meine Ehe retten kann. Das Traurigste für mich ist, dass ich zwei Töchter im Alter von 15 und 6 Jahren habe und ihnen kein vollständiges Zuhause bieten kann. Ich möchte nicht, dass sie in dieser Umgebung aufwachsen. Ich liebe sie mehr als alles andere auf der Welt. Meine Frau sagte mir, entweder ich gehe, oder sie nimmt die Kinder und verlässt mich. Ich denke, es ist das Beste für die Kinder, wenn ich gehe, damit sie zu Hause bleiben können und sich ihr Leben nicht allzu sehr verändert. Meine älteste Tochter ist alt genug, um die Situation zu verstehen. Sie ist in jeder Hinsicht eine wunderbare Tochter. Meine jüngste Tochter verstand jedoch eindeutig nicht, was vor sich ging. Sie war erst 6 Jahre alt. Sie kam ins Schlafzimmer, als ich gerade packte, um zu gehen. Sie war ein kleiner Engel und weinte nicht vor den anderen. Sie zerrte sanft an meinem Hemdsärmel und sagte mit zitternder kleiner Stimme, Daddy, ich will nicht, dass du gehst, kommst du zurück? Sie unterdrückte ihre Tränen. Es gibt keine Worte, um die Traurigkeit auszudrücken, die ich in diesem Moment empfand. Ich nahm meine beiden Töchter in die Arme und sagte ihnen schluchzend, ihr tut mir so leid. Ich lebe seit so vielen Jahren mit diesem Kummer. Nun zurück zur Geschichte. Als ich vor diesem Licht stand, sprach das Licht zu mir,
obwohl ich die Stimme nicht hörte. Aber ich konnte es spüren. Die Stimme sagte, gib mir deinen Kummer. Die Worte waren voller Liebe und Zärtlichkeit, und ich hörte sie sehr deutlich. Damit Sie meine Geschichte verstehen, muss ich Ihnen erklären, dass ich als kleiner Junge von meinem Vater verbal und körperlich misshandelt wurde. Die Beschimpfungen gaben mir das Gefühl, völlig wertlos zu sein, und die körperlichen Misshandlungen waren schmerzhaft. Ich wollte, dass mein Vater stolz auf mich ist, aber das war nicht der Fall. Das Schlimmste an den Misshandlungen war das Gefühl der Hilflosigkeit. In diesem Moment sagte das Licht noch einmal leise: Du kannst durchhalten, und alles wird gut. Dann erschienen zwei lange Lichtstrahlen, die meinen Kopf und meine Wangen streichelten und mich vollständig umarmten. Diese beiden Lichtstrahlen haben mich immer wieder umarmt. Dies ist die intensivste emotionale Erfahrung, die ich je gemacht habe. Jedes Mal, wenn ich daran denke, kommen mir die Tränen. Während dieser Erfahrung habe ich nie aufgehört zu atmen. Spätere Tests zeigten, dass ich keinen Herzinfarkt hatte. Auch die Schmerzen in meiner Brust verschwanden langsam, und ich fühlte mich durchgehend viel entspannter. Danach gab es keine Schmerzen mehr. Als die andere Studentin meinen Gesichtsausdruck sah, rief sie keinen Krankenwagen, sie dachte, ich würde eine Art spirituelle Erfahrung machen. Später erzählte sie mir, dass ich mit einem blühenden Gesicht auf dem Boden lag und mir die Tränen über das Gesicht liefen. Auf dem Boden lag eine Stoffpuppe, und irgendwann nahm ich sie in die Hand, streichelte sie sanft und weinte leise. Auch wenn es ein wenig seltsam klingt, so ist es doch passiert. Die Lehrerin gab mir später die Stoffpuppe. Dieses Souvenir habe ich bis heute aufbewahrt. Diese Erfahrung hat mein Leben völlig verändert. Ein paar Tage später kam ich nach Hause, dachte darüber nach und fragte mich, ich möchte wissen, was das alles bedeutet und was ich jetzt tun soll. Sobald die Worte meinen Mund verließen, hörte ich dieselbe Stimme wie ein paar Tage zuvor, und sie sagte nur, werde erwachsen. Es gab eine kleine Pause und es wiederholte, werde erwachsen. Er sagte es lauter als zuvor und wiederholte es dann noch einmal, diesmal in einem befehlenden Ton, werde erwachsen. Von diesem Tag an habe ich mich sehr verändert. Ich versuche, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, und nicht, wie ich denke, dass sie sein sollten. Ich habe absolut keine Angst vor dem Tod. Ich habe die meisten meiner Kleider gespendet und trage jetzt einfache Sachen. Materielle Dinge sind mir egal. Wenn ich dazu in der Lage bin, werde ich anderen helfen.